60 Milliarden Mark ließen sich die Amerikaner den Traum der Menschheit kosten. Am 20. Juli 1969 landet zum ersten Mal ein Mensch auf dem Mond. Aber da war noch ein zweiter Rekord. Noch niemals zuvor hatten so viele Menschen gleichzeitig ein Ereignis verfolgt. Über 500 Millionen waren damals Augenzeugen der ersten Mondlandung. Und auch Sie können es heute Abend wieder erleben. Neil war noch der lockerste von uns allen. Mike war die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Ich selber hatte in der Nacht vor dem Start nicht gut geschlafen. Irgendwie wohl verständlich bei dem, was auf uns zukam. Auf dem Weg zur Rakete begegneten uns eine Menge Leute, viele Kollegen und Freunde. Und wir haben gewusst, dass das ein ganz besonderes Ereignis wird. Es lag in der Luft. Es war ein einmaliges Erlebnis, diese Parade zum Aufzug, der uns zur Rakete bringen sollte. Die Sonne ging gerade strahlend auf und beleuchtete unsere Rakete. Unten erkannte ich zwar keine Einzelperson, das war zu weit weg. Aber ich sah die Wohnwagen und LKWs und jede Menge Fahrzeuge, die überall geparkt waren. Wirklich überall. Und ich habe noch gedacht, die können ja überhaupt nicht wissen, dass ich da oben stehe und darauf warte, in die Rakete zu klettern und runterschaue. Und das war ein kostbarer Moment der Besinnung. Einfach ein paar Augenblicke der Muße und des Alleinseins, bevor die Sache dann so richtig losgehen sollte. Wir bestiegen dann die Rakete und der Countdown begann. Das war etwa 1,5 Stunden vor dem Start. Als der Start kam, war man wie in einer total anderen Welt. Es war ein alternativer Zustand, auch psychologisch. Allein schon die ständige Anspannung, das Adrenalin, der Stress, die Bangheit, die man ja doch spürt, weil man weiß, da sitzen drei Leute oben drauf. Die ganze Nation steht dabei und schaut zu. Auf der ganzen Welt wird man beobachtet. Über 500 Millionen Menschen haben diese Apollo-Mondlandung miterlebt. Das ist einem alles sehr, sehr deutlich bewusst. Countdown schließlich bei Null angelangt war und die Triebwerke gezündet wurden, wurde es in der Rakete etwas lauter. Aber es geschah nichts, was uns das Gefühl vermittelte, wir erheben uns jetzt in die Luft. Während des gesamten Fluges waren wir ständig in Alarmbereitschaft. Wir mussten ja auf alles vorbereitet sein, was schiefgehen konnte. Waren, kroch ich in die Mondfähre, um noch einmal zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Es roch dort etwas merkwürdig. Wir vergewisserten uns, dass durch den Start nichts beschädigt worden war. Nach dem Abkoppeln der Fähre drehten wir sofort in eine Position, in der Mike sehen konnte, ob die 4 Landevorrichtungen ausgefahren waren. Wir drehten die Fähre ganz langsam. Dann manövrierte Mike von uns weg. Der Einschuss in die Mondumlaufbahn geschah hinter dem Mond, sodass wir nicht die geringste Ahnung hatten, ob das Schubmanöver funktioniert hatte. Es hätte ja noch explodieren können, sodass erst einmal lange Minuten vergingen, also 20, 30 Minuten, bis Apollo 11 um die Kante des Monds herum wieder in Sicht kam und wir dadurch erfuhren, dass das Manöver ordnungsgemäß stattgefunden hatte. Es dauerte noch ungefähr 4 Tage bis zum Beginn des eigentlichen Landeanflugs. Wir hören euch. Es sieht gut aus. Nur noch ein paar Meter. Genau im Landegebiet lag ein riesiger Krater. Und es ist sicher eine menschlich verständliche Reaktion, dass wir nicht ohne weiteres landen wollten in diesem unsicheren Krater. Wir wollten auch nicht abrupt nach rechts oder links ausweichen, weil wir der Meinung waren, dass die manuelle Steuerung für einen Schwenk zur Seite zu schwerfällig sein würde. Darum haben wir uns dann entschlossen zu einer Flugbahn über den Krater und der Landung dahinter. Forward.
Runter. Pretty big down, 2.5. Picking up some dust. Four forward. Noch ein Stück. Four forward, drift into the right level. Head. Durch dieses Manöver haben wir natürlich unheimlich viel Treibstoff verbraucht. Contact right. Okay, engine stop. We copy it down, Eagle. Danach ist die gewaltige Anspannung natürlich sofort von uns gewichen. Was man wohl verstehen kann. Dann gab Neil unser erfolgreiches Landemanöver bekannt. Mehr der Ruhe. Der Adler ist gelandet. Bleibt einem das Herz stehen, man hält die Luft an und dann ist dann immer noch eine Metaebene, die sagt, also das musst du jetzt alles mitkriegen, das ist einmalig, sowas ist noch nie da gewesen. Wir haben uns gegenseitig auf die Schultern geklopft und gelacht und immer wieder gesagt, das ist es jetzt gewesen. Wir sind angekommen, wir haben es geschafft. Wir sind erfolgreich auf dem Mond gelandet, wir haben es fein hingebogen. An eine Gefahr beim Ausstieg dachte niemand mehr. Ich bin auf der vorletzten Stufe, nur noch ein kleines Stück. Ich bin jetzt auf der letzten Stufe. Der Mondboden ist nur noch ein paar Zentimeter entfernt. Es scheint feines graues Gestein zu sein, fast wie Puder. Ich verlasse jetzt die Leiter. Es ist ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer für die Menschheit. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. Neil dirigierte mich beim Ausstieg rückwärts aus der Luke. Und ich machte noch einen kleinen Scherz, der mir gerade in den Sinn kam. Er solle besser nicht die Tür abschließen, sonst könnte es Probleme beim Wiedereinstieg geben. Es sieht aus wie die Wüste in Amerika. Es ist so unglaublich schön hier. Das Wichtigste für die Leute war wohl zu sehen, wie man sich auf dem Mond fortbewegen kann. Die Fernsehaufnahmen und die ganzen Daten unserer wissenschaftlichen Untersuchungen und Messungen waren für die meisten eher langweilig. Ich denke, am liebsten hätten die Zuschauer gesehen, wie ein Astronaut auf dem Mond Golf spielt oder irgend sowas. Aber wir hatten keine Schläger mit. Mir persönlich erscheint das eher seltsam, aber es macht eine solche ernsthafte Mission doch menschlich. Wir haben den Traum von Jahrhunderten wahrgemacht. Ich hoffe, dass ich eines Tages vielleicht die Chance habe, anderen zuzusehen, die das wiederholen. Jeder, der bei der Apollo-Mission dabei war, erwartete, dass das Mondprogramm fortgesetzt würde. Wir waren ziemlich enttäuscht, dass dieses Raumfahrtprogramm ein so schnelles Ende fand. It has a stark beauty all its own. It's like...